euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Willkommen zu einer weiteren Panini Dwarf Challenge und wir machen das Ganze heute mit den wunderschönen Panini Premier League Stickern 2022. Das heißt, wir werden aus jedem Pack einen Spieler bestimmen. Wir haben insgesamt 11 Päckchen am Start und ich darf am Ende auch nicht tauschen, weil es ist keine Würfel-Dwarf Challenge, es ist eine normale Dwarf Challenge. Das heißt, jedes Pack ist entscheidend. Und ich habe gelernt natürlich aus den letzten Monaten, aus den letzten Jahren, Dwarf Challenges machen wir ja schon, gehört einfach zu dem Kanal dazu. Es macht Bock, es macht Laune. Deswegen würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn wir hier vielleicht wieder ein paar Likes rausknallen, Jungs. Haut mal raus, ich würde mal die 250 Likes jetzt erstmal anpeilen. 11 Packs. Und ich habe gelernt, so früher, desto besser ist es, einen Keeper mitzunehmen. Weil wenn man am Ende im 11. Pack angewiesen ist, einen Keeper zu ziehen, ist es halt eher semi-optimal. Wir starten rein. Let's go, Panini Premier League Draft. Und Abfahrt. Und da haben wir direkt den guten Ibrahima Konaté. Der ist schon mal nicht schlecht für die Innenverteidigung. Aber da hinten habe ich schon Man City gesehen. Mal gucken, wer das ist. Rico Gelzi, Heuer, Cresswell und Bernardo Silva. Dann nehme ich mir Bernardo Silva mit. Ich finde den gut. Man könnte auch 4-2-3-1 spielen mit 3 ZOMs, ne? Also wenn ich natürlich dafür genügend Spieler bekomme. Weil ein Innenverteidiger, ein ZOM muss ich ja jetzt nicht stellen. Wie Connor Cody, Romeo, Guaita und Sörensen. Dann nehme ich Connor Cody mit. Connor Cody als El Capitano von Wolverhampton. Ist jetzt zwar jetzt nicht der beste Innenverteidiger, aber aus dem Pack war Connor Cody aus meiner Sicht schon der Beste. Und die Logos, ne Leute, die Logos sind so... Heidewitzka kann man dazu nur sagen. Tufan, Reece James, gut, Eric Peters und Brime. Dann nehmen wir doch Reece James mit und haben unsere Viererkette weiter ausgebaut. Unser Rechtsverteidiger ist am Start. So, Pack Nummer 4. Und denkt dran, habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Denkt dran, das Team zu bewerten von 0 bis 10 Punkten in den Kommentaren. Jarmolenko und Joel Matip. Nehme ich Matip mit. Unsere Verteidigung wächst und wächst und wächst. Wir brauchen aber mal was Geiles in der Offensive. Ich würde sagen, den können wir trotzdem nehmen, oder? David Beckham, Legend. Ich würde sagen, jetzt zählt trotzdem. David Beckham wird bei uns ganz klar. Also Bernardo Silva so Zentraloffensiven, David Beckham als rechter Offensiver. Oh Leute, das ist jetzt sehr, sehr brutal. Wenn das jetzt noch... Das muss genauso gut weitergehen. Phillips könnte man aufstellen als Sechser, als Achter. Rondon, ja, nämlich Calvin Phillips von Leeds, der so eher so im Zentral-Defensiven steht. Komm, gönn einfach weiter. Hier haben wir Cornet, Ilkay Gündogan, Boli, Henri und Ruben Dias. Zu spät. Unsere Innenverteidigung ist schon komplett. Ich nehme Ili mit. Ilkay Gündogan im Zentral-Defensiven. Shane Duffy. Warburton, let's go. Butland ist aber auch am Start. Und ich habe nur noch 3 Packs danach und noch keinen Keeper. Aber ich muss jetzt Andy mitnehmen. Denn Andrew Robertson muss hinten links spielen. Muss. Haben wir den besten Linksverteidiger der Premier League. Und jetzt haben wir noch 3 Packs. Linker, ZOM, Stürmer und Torwart. Das sind die 3 Positionen. Und wir kriegen die nächste Legend. Wayne Rooney, Junge. Wayne Rooney vorne rein. Egal, wer jetzt kommt, Wayne Rooney wird genommen. Ja, ja, safe, Mann. Safe. Let's go, Alter. Aber jetzt mache ich mir ein paar... Jetzt habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Habe ich noch 2 Packs. Und ich habe noch keinen Keeper. Das, was ich euch gesagt habe, wird nicht eintreten, weil wir Adrian bekommen. Und ich nehme jetzt Adrian mit. Und wehe, im letzten Pack ist Alisson oder so. Wehe. So, letzte Position. Linker ZOM. Wilfried Zahn. Kann ich da sehen? Golini wäre noch als Keeper. Jorginho und Dings. Kanté, du ist, Digga, ist halt blöd. Deswegen nehmen wir Elite Wilfried Zaha mit. Und das sieht doch geil aus. Wilfried zwar jetzt nicht so der gelernte ZOM, aber ich denke mal, er wird da trotzdem keinen schlechten Job machen. Alter Falter, ich finde das Premier League Team echt
echt korrekt. Alleine mit den zwei Legends da vorne. David Beckham und Wayne Rooney. Junge, 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 Junge. Also, was sagt ihr? Bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich bin raus, Jungs. Haut rein. Tschüss.